So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal, weiß ich gar nicht, ist auch völlig egal, denn dieses Projekt lebt von Spontanität. Und Spontanität bedeutet, dass ich gerade eben vor mir neue Codes habe, die ich spielen möchte. So einfach ist die Geschichte. So, was auch immer das ist, ist weg. So, tschüss. Nee, also es wird hier keinen Ablauf geben, der irgendwie nachvollziehbar ist. Ich werde, wenn ich mal gar nichts habe, ein bisschen Abenteuermodus spielen. Oder sowas hier geht ja auch immer. Das haben wir mal, glaube ich, das letzte Mal. Keine Ahnung, was wir letztes Mal gemacht haben. Jedenfalls habe ich jetzt wieder ein neues Level von Markus. Beziehungsweise brauche ich gar nicht suchen. Brauche ich gar nicht die ID eingeben. Der müsste doch dann hier auftauchen, wenn ich das nach alles richtig mache. Warum taucht er hier nicht auf? Ist das, muss ich das? Müssten hier nicht? Ha! Genau, sehr gut. So, mal gucken, ob das auch die ID ist, die er mir geschickt hat. W4X, genau, das ist die. Prima, los geht's. Oh, ich habe jetzt nicht gelesen, den Hinweis. Mario Seeks a New Adventure Underground. Okay. Manchmal steht da ja dort, dass man was Bestimmtes machen muss oder so. So, da ist schon mal eine Tür in der Luft. Oh, ich muss ganz kurz hier den Ton am Laptop. So. Sonst höre ich alles doppelt und dreifach. Wo ist die Plattform hin? Muss ich da sofort drauf? Wäre auf jeden Fall schlauer. Oh, und ich sehe, es gibt 5 rote Münzen. Das ist dann ein De Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Das ist dann ein deutlich längeres Level. Das ist schon mal gut. So. Die Frage ist, müssen wir den drücken oder müssen wir erstmal da hoch? Okay, das geht runter. Ich werde das mal hochfahren, glaube ich. Ich glaube, ich werde da erstmal hochfahren. Denn es könnte ja sein, dass auch da was ist. Okay. Potenziell, wenn ich jetzt weiß, wo dieser. Ja, nice. Okay, das funktioniert. Gut, das können wir machen. Das können wir machen. Dann fahren wir nach oben. Holen uns die erste rote Münze, lassen uns hier runterfallen, holen uns die zweite. Das ist genau drunter. Okay, sehr gut. Dann nehmen wir das hier auch gleich mit. Wobei ich. Ja doch, ich muss ja erst hier drauf landen, um die zu bekommen. So, dann haben wir das. Du gehst weg. Du gehst nicht weg. Nicht, dass ich jetzt am Anfang wieder raus. Okay. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Es ist auch logisch, ne? Wenn man es nicht schafft, die Münzen, dann kommt man zurück. Das ist natürlich gut. Ich hätte es mir denken können, dass es ein Essentor ist. So, diesmal behalten wir auch den Spaß. Ach, für ihn. Ah, verstanden. Er bringt mich jetzt zu dieser Schlüsseltür. Und dann habe ich hier die dritte Münze. Wow, hi. Und da sind die anderen zwei, die ich jetzt einfach so mitbekomme. Sehr gut. Und dann kommt jetzt irgendwo. Ich gehe da gleich mal rüber. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da will man schnell sein und dann macht man Quatsch. Ah, okay, kein Leben für mich. Aber man will ja eine möglichst gute Tür, gute Tür, gute Zeit aufstellen. So, prima. Schönes Level. Auch eben schön mit der Resetto in der Mitte. Oh, und ich bin mal Erster. Yes. Das heißt, das ist bei vielen vielleicht nicht bei dem Neuesten sofort aufgetaucht, als es damals aufgetaucht ist. Also es gibt halt auch Level, die dann eben da nicht auftauchen. Und die da auftauchen, die sind natürlich dann die, die immer alle schnell spielen. Ach ja, das letzte Level war das ganz lange. Das letzte Level, das letzte Video war das ganz lange mit dem Erster, ne? Richtig. Gut. Ja, wird nicht lange dauern, dann ist der Rekord hier weg, aber ist ja wurscht. Sehr schön.
sehr, sehr schön. Gut, dann möchte ich... Kann ich das direkt über einen Baumeister suchen? Oder wie kann ich... Warte mal. Kann ich hier Baumeister suchen? Nein. Weil ich würde... Okay, da muss ich ein Level von ihr, muss ich dann so reinsetzen. Die liebe Trivi, vielleicht kennen manche sie noch aus meinen Streams, die war immer oft mal im Chat, trivialerweise, hat nämlich auch Mario Maker Level gebaut. Zwei Stück. So, zack, zack, falsch, das ist ein L. LG, zack. Das heißt, die werden wir jetzt als erstes gleich mal in die Favoriten nehmen. Wie ging denn das jetzt wieder? Oh, die hat eine Medaille. Ah. Nein, ich will... Ach, da oben war der Stern. Ich lerne das alles noch. So. Gut. Let's go. Ich habe das Level leider schon gesehen in Videoform, weil es der liebe Grand Pooh Bear gebaut hat, gespielt hat. Der Typ, von dem wir dieses Shell Jump Tutorial gespielt haben. Der hat so eine Super-Expert-Challenge gemacht und da kam das Level vor. Und es war aber gar nicht ihre Absicht, dass das so ein super schwieriges Level werden soll. Schauen wir mal, ob es wirklich so schwierig ist. Ich weiß jetzt halt grob, wie es funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Weil eigentlich lebt dieses Level, sage ich mal, davon, dass man erstmal rausfinden sollte, wie es funktioniert. Und jetzt weiß ich das halt leider schon. Ah, da war ich zu langsam. Ah, das geht klar. Ihr zweites Level kenne ich noch nicht, das heißt, da werden wir dann mehr Überraschungen haben. Okay, eigentlich kommt da eine Pflanze raus, aber gerade hat die anscheinend keine Lust. Oh boy, oh nein! Ah, vielleicht war ich da zu ungeduldig. Das könnte nämlich sonst echt ungünstig werden an der Stelle mit den Drehdingern. Ich will auf jeden Fall gleich an der ersten Runde hier durchkommen. Dann wird es hinten raus nicht so knapp. Da ist die Pflanze. Guck mal, jetzt kommt sie. Ach, ist die durch die Lava verstorben? Das kann sein. Das ist ja cool. So, und jetzt passt es hier auch gleich besser. Ah, jetzt passt es ja perfekt. Muss ich nur hier aufpassen, weil jetzt ich sehe halt überhaupt nicht, wo das Feuer jetzt gerade ist. Da kommt es gerade hoch, okay. Kommen wir wieder. Nein! Okay, aber das könnte funktionieren. Das könnte hinkauen. Da kommt man dann sogar ganz gut durch, eigentlich. Da kommt man dann sogar ganz gut durch. Da war ich zu voreilig. Okay. Nein! Ich habe jetzt schon so einen gewissen Anspruch. Also ich will nicht speedrun-technisch hier durch, aber so einen gewissen Anspruch habe ich schon, dass alles am Anfang glatt läuft. Ich weiß nicht. Es bietet sich halt bei dem Level schon irgendwo an. Weg. Und dann kommen wir hier gleich wieder durch. Sehr, sehr schön. So, dann passt es zeitlich wieder mit der Pflanze, dass die von der Lava verschluckt wird. Nice. Und dann passt das hier auch zeitlich wieder hervorragend. Dann gehen wir hier hinten rum. Nice. So, die interessieren mich jetzt überhaupt nicht. Und wir können hier durch.
Jetzt habe ich nicht geguckt, wie es hier aussieht. So sieht es hier aus. Nein! Nein, das war's. Oh nein, wir hätten es gehabt. Nein! Oh, ich bin eine Nuss. Oh, ich bin so eine Nuss. Wir hätten es an der Stelle gehabt. Oh nein. Aber ich habe den Cycle, von daher passt alles. Schneller als der Cycle kann ich da ja eh nicht sein. Ich muss ja sowieso auf die Lava warten. So, ich möchte die da oben. Die möchte ich unbedingt eigentlich loswerden. Die stört nämlich gewaltig. Die kann mir nämlich hier ganz viel vermiesen. So. Jetzt kann hier nichts mehr passieren. Okay, jetzt geht's einfach nur runter. Ich darf unten nur die Röhre nicht verpassen. Mist. 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 So. Okay. Jups. Okay, passt perfekt. Lass mich... Nein! Oh. Gibt's doch nicht. Ja, man stirbt halt schon recht schnell in dem Level, deswegen steigt es halt dann auch schnell mit der Schwierigkeitsstufe an und landet bei Super Expert, ist klar. Ja, bei dieser Clear Weight. Ja, doch. Einfach ist es nicht. Vor allem, wenn man es überhaupt nicht kennt. Wenn ich es jetzt überhaupt nicht gekannt hätte, hätte ich erstmal ganz viel rausfinden müssen. So habe ich zumindest einen Teil schon gewusst. So, weg mit dir. Nice. Okay, 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 okay. So, jetzt nicht mehr den Sprung hier verhauen. So, und jetzt einfach zum Ziel. Wir haben's. Wir haben's. We did it. We did it. Oh mein Gott, we did it. Geh raus da! Mario, please, das hat mich jetzt eine Mario-Sekunde mindestens gekostet. Yes! 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 Sehr schön. Huh! Okay, 4 Sekunden kürzer als der Rekord. Gut, da hätten wir uns aber ordentlich nochmal beeilen müssen. Da komme ich nicht hin. So, sehr schön. Okay, Trivi habe ich jetzt in den Favos drin. Das heißt, das zweite Level müsste ich jetzt auch wieder so finden, ohne den Rekord eingeben. Den Rekord. Und das Dings eingeben zu müssen. Ach hier, Donkey Kong's Jungle. Da. Das ist das zweite. Ich war gerade verwirrt, weil das oben drüber ist, aber... Ah, weil sie das irgendwann nochmal neu hochgeladen... Nee, Quatsch, hä? Ja, jetzt da. Das ist... Jetzt. Ich habe mich verlesen. Das passt. Gut. Das hat eine höhere Clear Weight. DK Donkey Kong ist hier. Ach ja, der Donkey Kong Rap. So. Oh, 70 Leute haben das abge... Okay, das wird dann... Dürfte dann nicht so schwierig sein. Mal gucken. Mal gucken, was passiert.
Davon kenne ich jetzt auch nichts, ne? Das ist jetzt praktisch neu für mich. Das war nicht, was ich wollte. Ah, das war blöd. Aber da sind schon mal welche gestorben. Da fühlt man sich dann immer nicht ganz so alleine. Wenn man da stirbt. So. Nein! Huch! Ich hab da was gefunden. Oh mein Gott. So kann ich ja nicht vernünftig aus dem Wasser springen. Please. Oh, der ist gemein. Oh, guck mal, wie viele da. Wow! Wie viele da schon ihr Leben gelassen haben. Nein, wo ist der Pilz? Da. Den holen wir uns schon. Ah. So. Besser. Das ist das, was ich wollte. Was? Was? Hä? Ach, das ist meine Shell. Ich dachte, da hat sie irgendwas hingesetzt, was man nutzen soll. Nein, das war meine Shell. Ups. Ach, ich kann ja an den Ranken klettern. Ich kann ja an den Ranken klettern. Wir sind ja im Jungle. Oh nein, ich bin ja doof. Ich hätte die Shell mitnehmen müssen für den Kollegen hier. Das wäre viel schlauer gewesen. Ja, das wäre natürlich die Idee. Ja, natürlich machen wir das so. Ja, moin. Na klar. Ich bin ja eine Nuss. Aber dann nicht die Shell, sondern die Shell. Haha. Nehme er dies. Ups. So, und jetzt kann ich ja... Nein! Okay, muss ich von da drüben hin. Dann muss ich da von da drüben hin. So. Nein! Wie es mir gerade schon gar nicht mehr nur darum geht, das Level zu schaffen, sondern auch eine vernünftige Zeit aufzustellen. Das ist schon lustig, ne? So, jetzt passt die Geschichte. Hä? Oh, wo muss ich hin? Oh, wo muss ich hin damit? Geht es hier weiter? Ach, hier geht's dann weiter hoch. Ah. Nein! Ich doof. Dann könnte ich das ja. Oh mein Gott. Kann ich das? Geht das? Ja, ist okay, ich will was ausprobieren. Ist das von der Entfernung her drin? Nein. Es war eine Idee. Es war eine Idee. Nein, das geht nicht. Schade. Ein Double Shell Jump würde gehen. Aber ich glaube, den hier aufzusetzen, kostet am Ende mehr Zeit, als sich das Springboard zu holen. Nein! Häng dich doch an die Ranke, Mario, please. Nein, das wollte ich nicht. Okay, hinsetzen. Hoch geht's.
Da wäre bestimmt ein Pilz drin gewesen. Jetzt habe ich den nicht mitgenommen. Weil ich doof bin. Oh nein. Komme ich da noch hoch? Nein. Oh Mist. Ah, das hätte ich machen sollen. Okay, mit Waypoint. Da oben bra... Ah. Warte, geht das so? Na, so nicht. Na, so nicht. Nee. Ah, Mist. Nein. Also ich weiß, es ist ein Pau wahrscheinlich gedacht. Ich will ja nur wissen. Okay, es würde nicht mal gehen. Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben. Da ist mein Pau. Okay, verstanden. Oh, ich zieh hier gerade die Dingsway drunter. Das sollte ich nicht tun. Oh, was tue ich denn? Na, jetzt kann ich die Zeit sowieso knicken. Ups. Also spielen wir doch einfach mal ganz normal das Level. Wie wär's denn damit? Okay. Hi. Hier so? Okay, da oben brauche ich Bomben. Oder was anderes. Oh mein Gott. Ah, ich brauche den P-Switch. Nein, du nicht. Kommt da mehr raus? Oder kommt da nur der P-Switch raus? Das war ein schönes, langes Level. So. Na komm, jetzt können wir uns auch die Coin mitnehmen. Jetzt wäre es nur echt ungünstig zu sterben. Soll ich jetzt den Pilz hier... verlieren? Hilfe! War das richtig? Wir sind auf jeden Fall am Ziel. Da oben war noch eine Münze. Oben links. Eieiei. Ja. 3,20 versus 1,17. Aber okay. Uff. Gut. Haben wir das auch? Und jetzt möchte ich mir noch eins angucken, von dem ich keine Ahnung habe, ob wir es schaffen werden. Weil er selbst hat es als Kai so bezeichnet. Äh. 5R7. Haben wir die Zeit überhaupt noch? Wait. 23 Minuten, ja. 1.0c, sonst hätte ich das ins nächste Video gepackt. Aber angucken können wir es uns dann auf jeden Fall. XBG. So, das wird ein Kaizo-Level sein. Ich habe keine Ahnung, wie, was er als Kaizo sieht. Der Sofa. Bisher keine Clear. Oh mein Gott, 911 Versuche, keine Clears. 22 Leute haben es gespielt. Oh mein Gott. Das wird dann wohl nix. Da sehe ich mich nicht. Spin to win. Ah ja. Oh no.
What? Ja, danke. Okay, ich muss den drücken. Oh, no. Okay. Das kommt halt zurück. Kann ich nicht eine Stampfattacke? Ah, wenn ich eine kleine Sprung mache, kann ich keine Stampfattacke. Das ist ja interessant. Muss ich aber irgendwie... Oh! Was ist da denn? Warum? Warum? Oh, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme abbrechen. Ich werde hier angerufen. Moment. Jetzt ist weg. Ach, Mist. Ja. Schande. Private Nummer. Ja, leider... Oh, jetzt zeigt er mir die Nummer nicht an. Ah. Oh, wer war das? Das ist jetzt nicht so gut. Ich hoffe, das war nichts Wichtiges. Versuchen es die Leute denn so kurz? Ich hatte kaum Zeit zu reagieren. Oh Mann. So, also die lösen wir nicht aus. Ja, und jetzt? What? Ist der ganze Quatsch in der Röhre nutzlos? Hä? Komme ich da so hin, wenn ich das ordentlich mit den Spins mache? Oder hole ich in der Röhre mir vielleicht so einen Flugpilz und komme dann deswegen darüber? Nee, das reicht niemals. Okay. Okay, okay, das reicht niemals. Gut, dann müssen wir da reinschauen. Muss ich dann hier auch so durchspinnen oder was? Ih, das kann ich ja überhaupt nicht. Muss ich das von Anfang an dann machen? Ach du Schande. Das wird wohl nichts für mich sein. Nee. Vor allem, er scheint ja Trollblöcke und sowas eingebaut zu haben. Ich glaube nicht, dass wir hier viel von dem Level sehen werden. Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht. Wir probieren es vielleicht noch zwei, drei Mal oder so, aber... Nee. Ich habe da keine Reaktionsmöglichkeit. Und das, ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Das kriege ich nicht hin. Da bin ich raus. Okay, machen wir noch eine kleine Runde im Internet.
Einfach eine kleine Runde noch. So bis 40 Minuten und dann hören wir auf. Versprochen? Fragezeichen. Habe ich jetzt eigentlich alle gespielt, die ich mir notiert habe? Ja, ne? Ich glaube ja. Ich bin Toadette, okay. Insanity Circus, klassisch. Ach nö. Ist das euer Ernst? Oh no. Tod ist als erster durch. Wieso komme ich da nicht? Was? Jetzt. Kann bitte derjenige rausgehen, dessen Internet kacke ist? Oder bin ich es? Nein, ich bin es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Was ist dieses Level? Ist das nur eine Darstellung? Am Ende geht man einfach ins Ziel. Dann wäre das für den Multiplayer kompletter Müll. Weil er einfach der gewinnt, der als erstes durch die Röhre kommt. Lol. Ist halt echt wie so ein Zoo, ne? Zirkusattraktionen einfach. Ich hab das Konzept schon verstanden. Das Konzept ist interessant. Keine Ahnung, was da oben steht. Das Konzept ist interessant, aber so nützt es halt recht wenig. Vor allem mit Legs. Oh mein Gott. Es hätte nicht schlimmer kommen können. Muss man jetzt? Ich würde mal sagen, in die Richtung. Die gehen alle in die Richtung. Oh Gott, das geht da unten. Was? Also doch nicht in die Richtung hier, ja. Oh mein Gott. Ja, in die Richtung schon mal nicht. Cool. Super. Das heißt, jetzt renne ich in den Bowser rein. Yo. Wie genau... Toll. Jetzt kann ich wieder durch alle Röhren durch. Nee. Ich
Ich bin raus. So ein Quatsch. Jetzt leck doch... Ich hab doch gerade schon... Oh, nimm mich raus, bitte. Jetzt dauert es noch 3 Jahre, bis ich raus bin. Nein! Ja, nee, das Level an sich ist ja... Ich weiß ja... Ich hab keine Ahnung. Ja, toll. Wow, Punkte verloren wegen schlechtem Internet. Super. Das macht Spaß. Drei von vier nur. Ja, dann starte das doch einfach. Oh. Dann starte das doch einfach. Wie wäre es denn? Ah, 4 von 4. Mir ist wieder einer mit schlechtem Internet dabei. Jetzt bin ich raus. Okay, sieht gut aus. Bin schon mal erst in der Röhre. Das heißt, ich habe hier schon mal meine Ruhe. Oh no! Problem bisher gab es keinen Checkpoint. Das heißt, wenn ich jetzt... Oh nice! Nein, gib mir die! Geh weg. Das ist aber ganz cool zum Hochrennen auf jeden Fall als Level. Idee. Ah, so. Oh, nice. Sehr gut. Das ist auch so ein schönes Level eigentlich. Ah. Das ist vielleicht gerade ein bisschen übertrieben. Oh no. Nice. Ja, die geht nicht. Die rote, okay. Geh da weg. Wer hat's geschafft? Wer hat's geschafft? Oh, das ist immer so knapp dann am Ende bei sowas, ne? Ey. Ah, das ist halt echt unglaublich. Da brauchst du einen ordentlichen Vorsprung, dass das nicht nachher zum Verhängnis wird, wenn es am Ende wirklich nur um die Tür zum Ziel geht. Das ist dann ungünstig. Das ist dann ungünstig. Okay, eins noch. Das ist dann echt ungünstig, ne? Wenn's... Ah.
Und ihr so? Ah, danke schön. Okay. Let's go. Koopa Sky. On. Toll, und wenn ich jetzt rausgehe, verliere ich Punkte. Dann bitte derjenige mit dem Kack-Internet einfach gehen. Ja, es ist... Mit Slow-Mo lässt sich's im Moment spielen sogar. Oh boy. Junge! Danke für den Boost. Lull. Oh, den Boost nehme ich mir nochmal. Nice. Nein, der Sprung hat mich gesetzt. Boah. Oh, nice. Durch Zufall die richtige Röhre erwischt. Oh mein Gott. Oh ja! Yes! 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 Gut, gut, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Das ist ein cooles Level für einen Multiplayer. Kann man nicht anders sagen. Weil da kann man sich ordentlich battlen auf der einen Ebene. Das ist ein cooles Level. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir steigen jetzt noch in Stufe C wahrscheinlich auf. Yay! Und dann sage ich Tschüss. Oh, Luigi-Mütze bekommt man dafür. Nein, danke. Huch. Und den Luigi-Anzug. Nein, danke. Aber man kann mehrmals Rangzieher. Achso, ja, ich kann hier wieder abstürzen. Stimmt, ja. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und tschüss.